Hallo und herzlich willkommen beim neuen Deckcheck vom Spieler um Wien. Ich bin euer Patrick, bei mir ist euer Christopher. Grüß Gott. Und heute haben wir wieder ein Panel-Deckcheck für euch, und zwar Mono-Weiß. Letztens war es Mono-Grün, jetzt sind wir Mono-Weiß. Dafür bist du viel aggressiver, als ich es hier sein kann. Na, glaube ich nicht, aber das Deck ist halt schon sehr ärgerlich, sag mal. Ärgerlich, ja, es ärgert, glaube ich, den Gegner. Aber schauen wir uns erst die Mana-Base an, bevor wir das machen. Du hast 14 Planes, weil du Mono-Weiß bist. Mhm. Ein Planes mehr, als ich Forest hatte. Dafür hast du, hast du zwei Karten Ardenvale. Weil der Human, der gemacht wird, deine Karten triggern kann und dementsprechend wichtig ist, auch gepumpt werden kann von deinen Karten. Ja. Okay, weil du ein Mono-Weißes Human-Deck bist eigentlich. Genau. Okay. Dann hast du zwei Arganjan Seed of the Empire. Die legst du zu 99% nicht als Länder. Okay, offensichtlich. Sondern das sind einfach deine Interaktionsspells. Mhm. Und statt Nyctos hast du vier Muttervolt, weil die auch zuhören können. Du bist aggressiv. Genau, weil das auch Humans sind. Mhm. Die kriegen dadurch auch alle Pumps. Und das ist dann dein Mid- bis Late-Game-Plan, wenn einfach der Gegner muss das Board wrathen, muss Removal spielen und du overwhelmst ihn einfach mit kleinen Ranz-Kreaturen. Okay. Machst seine Blocks schlecht. Das heißt, er blockt zwar deine Viecher tot, aber mit zusätzlichen Mutterwalls kannst du einfach Damage forcen. Okay, gut, na dann schauen wir uns gleich deine kleinen Ranzkreaturen an, wie du so schön gesagt hast. Du hast vier Dauntless Bodyguard. Die wollen zwar eigentlich gern was beschützen, aber genau, sind auch einfach 2-1. Genau, das sind 2-1er. Die kennen wir eh schon aus dem damaligen Standardformat. Sind in als Turn 1 gut, sind als Turn 3 gut, um eben bessere Kreaturen zu beschützen. Mhm. Triggern auch Human Trigger, das heißt, du machst dann Viech größer, plus du hast dann das größere Viech, das beschützt wird. Okay. Dann hast du zwei Giant Killer, beziehungsweise Chop Down, das ist ja eigentlich ein Removal Spell. Genau. Und ein Blocker Entferner. Genau, also es ist in der ersten Instanz ist es das Removal, wenn du einfach nicht schnell genug groß wirst mit deinen Humans. In zweiter Instanz kannst du es auch, wenn du glaubst, du bist zu langsam, also du kommst zu langsam aufs Board, ja, legst ihn und verwendest ihn dann einfach, dass du beispielsweise so wie man letzte Woche oder wie man. Was weiß ich, wenn du das releast, den Polokranas zum Beispiel wegtappst. Okay. Dann hast du drei Hopeful Initiate. Die sind nice, weil sie einfach wachsen. Genau. Und zwar nicht nur durch deine Pump-Spells, sondern auch durch deine Pump-Kreaturen, sondern auch durch die Attack-Steps. Genau, die werden einfach größer dann. Das ist so das, was du als liebstes Turn 1 legst, aber der ist halt dann in weiterer Folge sind die anderen von der Utility her besser. Deswegen spielt man nur drei. Okay. Dann hast du einen einzigen Kythian Hero of Arkos, beziehungsweise Gideon Battleforged. Genau. Nur einer, weil der legendär ist, oder was? Ja, die Sache ist, bei dem ist halt, es gibt mehrere legendäre 2- und 3er-Drops, aber die kannst du retour halten und die sind später auch immer noch okay. Ja. Wenn du jetzt mit einer Starthand beginnst mit Doppel-Kythian, kannst du nicht aufs Board kommen. Okay. Das ist die erste Instanz ist, dass du 2 bis 3 1er-Drops aufs Board kriegst und dann größer wirst. Mhm. Ja, und wenn du jetzt wirklich, deswegen ist es eben nur einer, wenn der zum Planeswalker wird, ist cool, brauchst du aber nicht. Das sind wir uns ehrlich. 2-1er. Genau. Okay. Aber du hast noch ein 2-1er, nämlich Recruitment Officer, da 3 Stück, weil der halt auch schauen kann sozusagen. Genau, das ist halt der Mana Sink. Genau, jetzt wollte ich sagen, der Recruiter of the Guard für Arme mehr oder minder. Okay, ja. Ist eine sehr starke Karte, weil du einfach dir den Stuff dann raussuchst. Wenn du im Midgame bist und du keine Einser-Drops mehr brauchst, sondern du brauchst wirklich die Power-Kreaturen unter Anführungszeichen, dann sucht er dir die raus. Okay. Gut, wir haben jetzt 13 Einser-Drops gehabt, wobei Chop-Down kann man ein bisschen zurückhalten. Also noch immer 11 Einser-Drops, ohne Giant Killer, also das ist schon relativ viel. Wir kommen jetzt zu den 2er-Drops. Wir haben 4 Copperguard Vanguard, da haben wir den ersten Pumper. Ja, das ist die Karte ist einfach super gut, weil die gibt eine Ability dazu. Das plus 1 plus 0 ist verrückt mit Mutter Vault, kommt schnell raus, du kannst, du hast halt einfach super harte Agro-Schienen, die du fahren kannst. Okay, dann haben wir 2 Luminarch Aspirant, die haben wir ja im Standardformat auch rauf und runter gesehen, bis sie alle gehasst haben. Pumpen sukzessive dein Team sozusagen. Genau, das ist die Traurigkeit, dass das sogar zu langsam ist, deswegen sind es nur 2. Okay. Weil du brauchst halt sofort an Mass-Pump-Effekt. Mhm. Und da sind wir gleich beim nächsten. Genau, und der macht halt das nur pro Turn. Ja. Was sehr gut ist für die zum Beispiel die nächsten 2 Karten. Okay, wir haben 2
4 Talias Lieutenant zuerst. Das ist die beste Karte im ganzen Deck. Weil sie alle pumpen und noch selber fetter wird. Genau, die ist Turn 2 gut, die ist Turn 5 gut, die ist Turn 7 gut, die ist einfach immer gut. Mhm. Mit Luminaches Bryant halt super fein. Wenn du einen Lieutenant hast und spielst Luminaches Bryant hinterher, wird größer, plus wird nochmal größer als zuvor, dann 3-3er. Okay. Ja, einfach eine saugeile Karte. Gut. Wir haben natürlich nicht nur jetzt ihren Lieutenant, wir haben sie auch selber. 4 Talia Garden of Traben. Genau, das ist jetzt eben eine Legendary Creature, aber die willst du viermal haben, ja, weil du willst die konstant legen können. Also du willst gegen Control und gegen Tempo und gegen diese Phoenix-Decks und Lotus Field Combo und whatever. Ja. Ja. Auch gegen jedes Deck, was einfach Removal spielt. Ja, sofort Turn 2. Das ist eben die Ausnahme. Es ist 1-Drop, 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 irgendwas, aber da ist es halt, wenn ich weiß, wenn ich mein Matchup kenne, ist es 1-Drop Talia. Mhm. Also wenn ich mein Matchup nicht kenne, ist es eher, dass ich in die Breite gehe am Anfang. Und dann die Talia nachspiel, weil es halt immer noch gut genug ist, dass ich das Mass Removal einen Turn nach hinten versetze. Ja. Wenn ich weiß, ich spiele gegen Control oder Phoenix oder sowas, Talia slammen sofort. Okay. Dann haben wir, sind wir jetzt bei den Dreier-Drops. Du hast 3 Adelin Resplendent Qatar. Das ist auch eine legendäre Kreatur, ja, aber die ist halt schon... Die wird halt ultra fett und die nimmt halt auch andere Leute mit, ja, die dann Talias Lieutenant wieder fetter machen und die kann halt auf ein leeres Board einfach... das leere Board übernehmen dann, ja, über 2-3 Turns. Die ist wirklich auch, die ist jetzt auch in Standard immer mühsam, also ja, ja. Und dann haben wir die letzte Kreatur, auch ein 3er-Drop, 4 Brutal Qatar. Der frisst sich durch. Ja, der ist halt... Der frisst sich einfach durch. Also es gäbe die Möglichkeit, Skycliff Apparition auch zu spielen, mhm, ist aber kein Human, du willst halt, das ist das, was ich sage, das ist halt super Haster Deck, du willst halt super aggressiv spielen und der Brutal Qatar triggert halt alles und profitiert halt auch von deinen Triggern. Ja, ja. Und das Vorteil an dem Deck ist, du kannst Brutal Qatar spielen, dann den nächsten Turn nicht spielen, weil das Board eh schon da ist und dann locker im nächsten Turn halt wieder 2 Spells spielen, um ihn nochmal zu flippen, genau, also um halt mehrfach zu fressen. Ja, das ist halt auch geil. Und weil wir doch noch mehr Removal wollen, das nicht nur Kreatur-based ist, hast du auch 4 Ossification, was vor allem natürlich auch geil gegen Planeswalker ist. Genau, das ist wichtig, dass du Problem Planeswalker halt wegmachst. Beispielsweise Teferis oder sowas, die sind halt einfach lästig immer. Ja. Mhm. Auch wenn ich weiß, ich spiele wieder Batrix am Monogrün und ich muss einen Kahn hitten oder so, damit eben diese Combo nicht passiert. Ja. Dann hitte ich den Kahn, gebe den Damage an Batrix und haben wir Damage erspart, mehr oder minder. Ja. Den ich auf den Kahn hätte verschwenden müssen. Ja. Oder nimmst du einfach meinen Trollblocker weg und ich weine auch bitterlich. Oder das. Ja. Gut, wir sind im Main Deck durch. Dann schauen wir uns das Sideboard an. Da haben wir noch 2 Talias. Und zwar Talia Heretic Qatar diesmal. Ist, wie gesagt, gegen alles, was Multicolor ist, somit die meisten Decks sehr gut. Mhm. Gegen Decks, die midrangig, also gegen klassische Junt-Decks, sehr stark. Gegen alles, was auch Nyctos spielt, damit du den Nyctos an Turn langsamer machst. Ja. Weil wenn du weißt, okay, der könnte in die Combo gehen, dann nehme ich die Talia mit rein, ja, spiele die Talia und dann dauert es zumindest einen Turn länger, ja, ja, den du halt dann Zeit hast, dein Board. Meine Kreaturen kommen auch getappt ins Spiel, oder? Mhm. Das heißt, ich mache doch meine Blocker viel schlechter. Das ist lästig. Dann hast du 3 Wedding Announcements, weil gegen die langen Grindy Games, oder? Ja, genau, genau. Okay. Ist auch halt gegen Control super gut. Okay. Dann 3 Invasion of Gobakan, beziehungsweise Light Shield Array. Das ist auch eine super lästige Karte gegen alle. Das ist sehr lästig. Das gibt nämlich, das gibt dir so viel Retour. Wir haben ja drüber geredet beim Set Spotlight, mhm, dass die Karte eigentlich gut ist und die setzt sich halt durch. Ja, sie ist halt noch nicht Main Deck playable, aber ja, es gibt schon Listen, die 1 bis 2 Main Deck auch spielen, weil genau, die Karte halt einfach sehr viel macht. Ja, in Standard wird sie Main Deck gespielt, weil sie auch einfach die Rückseite ja auch schon gut ist, sogar wenn du in der Vorderseite nichts wirklich Wichtiges, mhm, genommen hast. Dann 2 Brave the Elements, damit du gegen einen Boardstall durchkommst. Sehr feine Karte, kann man sich auch Main Deck überlegen, ist halt immer die Frage, was man dann cuttet, nicht? Man muss bei Kreaturen cutten, weil die Ossification kannst du nicht cutten. Mhm. Länder kannst du nicht cutten, du könntest einen Muttervolt cutten oder einen Castle Ardenvale auf 21 Länder gehen. Ja. Es ist halt echt schwierig, was und wie. Wenn du auf einem Grand Prix, ja, red mal über Grand Prix, würde ich Brave the Elements wahrscheinlich Main Deck spielen. Wirklich? Ja. Einfach, okay, weil es teilweise zu All-In sein kann und weil du gegen weirden Shit einfach spielen kannst, sind wir uns ehrlich. Okay.
Beim FNM spielst du immer gegen weirden Shit, das ist wurscht, aber beim Grand Prix kommt irgendwer Spielerdeck, das du übersehen hast und auf einmal brauchst du Brave the Elements. Okay. Gut, dann haben wir noch drei Portable Hole, um. Wenn du was verstecken kannst. Ja, du kannst halt die kleinen Sachen vom Gegner wegnehmen, sozusagen. Ja. 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 Ist auch sehr gut im Mirror. Ja. Also im Mirror ist es einfach so, dass du dann, du musst Thalia's Lieutenant hitten, du musst Adeline hitten und du musst die gegnerischen Pumper, die Copper Code Vanguard, einfach kicken. Das ist halt dann, die Sache ist, es ist immer dieses, das ist das klassische rote Matchup, das Aggro gegen Midrange verliert. Und das ist auch da, du musst halt einfach das Removal reinbauen, du musst größer werden. Und du musst mit dem Removal eben die Pumper hitten. Okay. Gut, und die letzte Karte im Sideboard sind zwei Destroy Evil, weil es halt eine super Split-Karte ist. Genau, das ist halt ein Charm. Ja. Und Charms, wissen wir seit Anbeginn aller Zeiten Magic, sind einfach universell einsetzbar. Und dementsprechend ist es auch eine gute Karte. Ja. Ja, und damit sind wir wieder mit 75 Karten durch. Wir haben kurz vorher gesprochen, weil wir eben, weil ich ja noch immer das monogrüne Spiel habe. Das Matchup ist halt im Endeffekt gut für mich, solange du nicht Brave the Elements hast. Wobei natürlich, wenn ich halt vor allem, also on the draw ist es für mich halt nicht so toll, weil du halt mich so hart pressuren kannst, bevor ich meine. Aber du halt deine Elfen opfern musst, teilweise für den Damage. Ja, oder ich halt meinen Troll legen muss, wenn du meinen Troll dann wegmachen kannst, weil du Brutal oder Ossification hast. Dann kannst du schon sehr weit hinten. Dann bin ich auf einmal sehr weit hinten. Ja, und die Sache ist, du kannst nicht sagen, du spielst dein Planeswalker, ja. Turn 3 beispielsweise, nein, ohne irgendwas, weil dann bist du halt weg. Genau, ja. Das ist halt so auch ein Deck, wo man halt, wenn man zum Beispiel mehrere Removal im Sideboard hätte, einen Planeswalker sogar rausgeben könnte, eine Cure, weil die halt, wenn du was boarden könntest, weil die, ja, die willst gar nicht legen, Turn 3, die willst vielleicht Turn 17 legen und dann hast du schon gewonnen. Ja. Das ist halt ein Deck, wo du. Hat halt schon schlechte Matchups, eh klar, wie jedes Deck, ja, aber ist halt straightforward. Ja, und so, dadurch, dass es so aggressiv ist, glaube ich, kann schon sehr viele Gegner am falschen Fuß erwischen. Putenhaus. Ja, stimmt. Passt. Christopher, danke fürs Vorstellen. Bitte gerne. Euch danke fürs Zuschauen. Ihr könnt keinen Kommentar und Video hinterlassen. Ihr könnt es auf Facebook, Twitter, Instagram erreichen. Und Discord zur Beitritt auf Patreon unterstützen. Im nächsten Video sehen und natürlich auch am Spiel Arminia treffen. Bis dahin wünsche ich eine schöne Woche. Danke fürs Zuschauen und ciao. Ba. Auf Wiederschauen. Ja. Also es ist ein interessantes Deck auch. Bitte? Wirklich. Es ist ein interessantes Deck. Es ist interessant, weil es ist so linear, aber auf der anderen Seite, glaube ich, kannst du mit den ur viele Free Wins.